Hier, wo der Mäusekot ist. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe wieder eine neue Wildkamera zum Testen, und zwar die Eisiger IG400. Man hat mir zu dieser Kamera geschrieben, dass die Linse wohl anti-Beschlag frei sein soll, was eine neue Entwicklung ist. Ich bin mir da nicht so sicher, weil es handelt sich um exakt das gleiche Glas, was vor allen anderen Wildkameras, Kamera-Okulare davor geklebt wird. Es ist exakt das gleiche Glas. Diese Kamera wird in einem Paket geliefert mit SD-Karte und mit Batterien. Batterien habe ich schon eingelegt, SD-Karte auch. Das Design kommt mir sehr bekannt vor. Der Vorteil bei dieser Bauweise ist, dass wenn ich sie an einem Baum befestige und aufklappe, dass die Kamera genau dahin guckt, was ich auch auf dem Bildschirm sehe. Hat natürlich Vorteile. Allerdings kommt mir dieses Design doch sehr bekannt vor von einem anderen Hersteller, den ich jetzt nicht nennen möchte. Das mit dem Anti-Beschlag. Ich klappe ja das Glas auf von der Kamera weg. Das heißt, hier ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn ich die jetzt zumache, abgedichtet mit den Gummis. Ist ja eine andere Atmosphäre als draußen. Also ist das ja genau ein Angriff für den Taupunkt. Ich habe innen und außen andere Atmosphären, die sich genau an einer Scheibe die Temperaturen teilen. Beschlägt die vorbeiströmende Luft und macht die Linse dicht. Da hilft auch dieses kleine Dächlein nicht. Also ich bin von dieser Angabe nicht überzeugt. So, was mir wieder auffällt ist, wo ist die Öffnung vom Mikrofon? Ich finde hier keine Öffnung. Ich finde keine Öffnung, wo das Mikrofon verbaut sein soll. Also hier ist ein Lautsprecher und da drüber ist das oberste Loch, das sieht hohl aus. Ist da das Mikrofon hinter? Wenn ich es zuklappe, habe ich doch wieder eine Dämpfung. Was mir noch auffällt, was Positives. Dieser Schalter hat nur eine On- und Off-Stellung. Wenn ich den einschalte, erstens, die Tasten sind beleuchtet. Sehr schön. Zweitens, das Menü ist fantastisch lesbar. Ich sehe nicht den Hintergrund des Kamerabildes, sondern eine schwarze Fläche und kann das Menü fantastisch lesen. Dieser Ein- und Ausschalter hat nur zwei Stufen. Das heißt, wenn ich den auf On stelle, meine Einstellungen mache und nichts mehr tue, fängt die Kamera irgendwann mit ihrem Countdown an und geht in den Betriebsmodus automatisch. Wenn ich wieder rein will, wie komme ich in das Menü, wenn es an ist? Ja, da muss ich doch tatsächlich in die Bedienungsanleitung gucken. Deutsch, aha. Wir haben in dem Handbuch ein deutsches Kapitel. On. Okay, es ist sehr schlecht übersetzt. Gehen in die Speisekarte zurück. Menütaste. Gehen in die Speisekarte zurück. Okay, was gibt's zu essen? Ah, wild. Empfehlen Sie hochwertige Alkali-Batterien für bessere Kameraleistung, Beispiel Energizer-Batterien. Zufriedeno. Entfernen Sie nicht die interne Batterie? Ja, bei Metallkontakt nach unten. Ah, Probeschuss. Steht hier nicht. Ich komme nicht mehr zurück ins Menü. Ich muss die Kamera tatsächlich ausschalten während des Betriebes und wieder einschalten, um ins Menü zu kommen. Und die Kamera geht nicht an. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ich krieg die Kamera nicht mehr an. Okay, ich nehme die Batterien raus und probiere es nochmal. Jetzt geht's ja an. Also Isika, da müsst ihr nochmal was machen. Ich stelle die Kamera natürlich auf Foto und Video. Das mache ich bei neuen Kameras immer so. Später stelle ich sie meistens nur noch auf Video ein, weil das Betriebssystem muss ja zuerst ein Foto machen,
wartet einen Moment, geht dann in den Videomodus und fängt dann erst an, das Video aufzunehmen. In der Zeit ist der Wolf, der hier einen Hasen gerissen hat, schon lange wieder weg. Aber ich mache das bei neuen Kameras immer so, damit ich mir ein Bild machen kann zwischen dem Unterschied von der Foto- und von der Videoqualität. Ich lasse sie, ach, ich kann nur einstellen 3 und 5 Megapixel, sehr schön, ich lasse sie bei 5, so ein 4K. Ich stelle sie erstmal auf 1080p und teste 4K später. Oh, 2 Sekunden. Na, nehmen wir mal 2 Sekunden. Die Empfindlichkeit des PIRs stelle ich auf hoch, weil ich will sie ja nur testen. Da können dann auch Mäuse und bewegte Blätter mit drauf. Die Infrarothelligkeit, ich lasse mal auf normal. So, ich gehe mal in der Datumseinstellung, gucke ich mal zurück, wie weit ich gehen kann. 2017. Das wird auch das Herstellungsjahr sein, 2017. Aufzeichnung. Schließung oder öffnen? Schließen oder öffnen? Aufzeichnung. Öffnen? Öffnen oder schließen? Sehr schlecht übersetzt. Also formatieren, ja. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Verzögerung überwachen, 30 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten? Was? Verzögerung überwachen. Das ist wahrscheinlich der Modus, wann die Kamera angehen soll, nach 30 Sekunden. Ah, ja, gut. Okay, ich hänge die jetzt mal auf. Abgesehen von den Übersetzungsfehlern, die wirklich grausam sind, macht die Kamera einen älteren Eindruck. Das Plaster an sich ist ordentlich verarbeitet, aber jetzt kommt noch was hinzu. Ich schließe meine Kameras immer an. Das kann ich bei der nicht. Ich kann die nicht verschließen. Ich kann die zwar anhängen, ich kann hinten einen Seilschlossraum machen, aber jeder kommt ran und kann sie aufmachen. Piep. Okay, ich sehe schon, die LEDs sind sichtbar. Die leuchten mich nämlich gerade an. Bei diesen unsichtbaren LEDs muss ich noch dazu sagen, bitte guckt da nicht rein. Diese LEDs sind unglaublich hell. Auch wenn sie unsichtbar sind, sie können euch trotzdem einen Sonnenbrand auf die Netzhaut verpassen, regelrecht verbrennen. Also guckt da nicht so rein. Wenn ihr so eine Wildkamera testet, einschaltet, anschließt, es kann euch die Augen verblitzen. Die Folie von der Linse habe ich schon abgemacht. Wird natürlich eingesammelt, das bleibt hier nicht liegen. Wir sind hier im Wald, da bleibt kein Müll übrig. Das wird alles eingesammelt. Ich sammle auch Müll ein, wenn hier was von Fremden rumliegt. Oder ein Stück Papier einfach bücken, mitnehmen in den nächsten Papierkorb oder Glasflaschen oder sowas. Das muss nicht im Wald liegen bleiben. Dann bleibt die Kamera jetzt hier für ein paar Tage hängen. Und dann gucken wir mal, wie die Bildqualität, wie die Aufnahmequalität ist. Ich bin im Moment zwiegespalten. Vor allen Dingen, weil ich keine Mikrofonöffnung gesehen habe. Das heißt, der Ton wird sehr schlecht sein. Gucken wir mal. Hoffentlich kriegen wir ein paar schöne Aufnahmen zustande. Formatieren, ja. Formatierung fehlgeschlagen. Was ist denn das jetzt? Ja, ich weiß, was das ist. Scheiße. Wieder zurück bei der Eisiger IG400. Die Kamera hing jetzt nur ein paar Tage hier. Hat auch ein paar Aufnahmen gemacht. Und die Bild- und die Tonqualität ist auch gar nicht so schlecht. Aber warum sind meine Videos nur 3 Sekunden lang? So, Videoauflösung. Videolänge. 20 Sekunden.
Das verstehe ich nicht. Was kann ich denn einstellen? 15, 15. Ich stelle mal 15 Sekunden. Vielleicht ist die Menüeinstellung für die 20 Sekunden irgendwie falsch programmiert. Keine Ahnung. Intervall 2 Sekunden. Vielleicht ist das das Problem. Ich stelle mal auf 5 Sekunden. Wenn die Videos jetzt 5 Sekunden lang sind oder 6, weiß ich, dass da hier irgendwie was verdreht worden ist. Kann es sein, dass hier Intervall und Videolänge vertauscht worden sind? Ich stelle mal den Intervall einfach auf 15 Sekunden ein und die Länge auf 5. Und lass die jetzt nochmal hängen. Ist merkwürdig. Also in der Kamera selbst, da sieht man es. Da hat sich ein bisschen Feuchtigkeit gesammelt. Das ist nicht so schön. Und jetzt kommt noch was dazu. Ich war gerade dabei, die Aufnahmen, also ich habe mir gerade die Aufnahmen der Kamera angeguckt und die sind gar nicht so schlecht. Aber wie kriege ich die Kamera von dem laufenden Betrieb, von der Scharfschaltung zurück ins Menü? Normalerweise ist es bei diesen Kameras so, dass man dann eine Taste lange drückt, die keinen Schalter dafür haben. Bei der hier kriege ich es nicht hin. Ich habe die jetzt ausgeschaltet, ich hatte keine andere Möglichkeit. Die Karte rausgenommen und die Karte ist jetzt beschädigt. Sie ist fest schreibgeschützt, das heißt, man kann noch die Daten lesen, die drauf sind, aber man kann sie nicht neu beschreiben oder formatieren, gar nichts. Es ist der gleiche Effekt, als hätte man diesen kleinen Schreibschutzschalter vor die vorgeschoben. Ja, wenn der Controller während des Schreibprozesses auf einmal die Spannung verliert, dann geht da drinnen irgendwas kaputt, aber die Karte ist noch lesbar. Das heißt, ich kann die Aufnahmen euch jetzt zeigen, die sie gemacht hat. Allerdings sind die Videos nur 3 Sekunden lang. Ich habe keine Ahnung, wieso. Eingestellt hatte ich 15, wa? 20? 20 hatte ich eingestellt. So. So, die Karte ist hin. Warum ist sie hin? Weil die Kamera im laufenden Betrieb ausgeschaltet wurde. Ich weiß nicht, wie diese Kamera angehen soll. Also ich bin von der Kamera nicht überzeugt. Irgendwie sind hier zu viele Bugs drin und die Übersetzungsfehler stören auch ungemein. Ich werde die Kamera jetzt noch mal hier hängen lassen mit noch einer anderen Speicherkarte. Hoffentlich geht die nicht auch kaputt. Um mal einen längeren Test zu machen, vielleicht kriegt ja von euch auch einer raus, wie die Kamera angeht, wenn sie im laufenden Betrieb ist. Ich habe jetzt alle Tasten bestimmt durchprobiert. Ich habe jetzt alle Tasten durchprobiert und bestimmt 5 Sekunden lang gedrückt. Sind es 2 Tasten, die man drücken muss? Vor allem, ich kann es auch nicht abschließen. Die Bildqualität ist ganz, ganz brauchbar und die Tonqualität komischerweise auch, obwohl ich keine Mikrofonöffnung sehen kann. Irgendwas haut da noch nicht hin mit dem ganzen Konzept. Also da müsst ihr noch mal eine Überarbeitung machen. Vor allen Dingen, mittlerweile sind diese LEDs ja auch veraltet. Es gibt mittlerweile viel energiesparende LEDs, wo dann nur 2 oder 3 Stück reinkommen.
Kurzes Video, kurzes Statement zu der Eisiger IG 400. Die hatte ich jetzt nur ein paar Tage hier. Ich werde sie jetzt noch hier länger hier hängen lassen. Und dann gibt es bestimmt noch mal ein paar Videos, wenn die Speicherkarte nicht kaputt geht. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Krähe. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Bavari. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe wieder ein... Ich bin zu hoch. Man hat mir zu dieser Kamera... Allerdings kommt mir dieses Baubesein... Baubesein...